Was geht, Freunde? Willkommen zurück zu einem brandneuen Part The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Und heute im guter Bungee-Schrein. Problem an der Sache ist, ich habe in der letzten Folge haben wir hier aufgehört. Und wir haben eine Special Ability eingesammelt. Das war eine Sache, die konnte ich dann auch nicht mehr verhindern. Basically das. So. Und ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Also wir sind hier auf jeden Fall in diesem Raum. Haben diesen Sprung. Kann ich? Warte mal. Ah. Jetzt verstehe ich. Okay, cool. Jetzt bin ich im Bilde. Also, ich wollte gerade sagen, ich stecke noch im Boden fest. So, jetzt habe ich die Möglichkeit. Warte mal, habe ich nicht was vergessen? Nee. Okay, die Animation war länger, als sie eigentlich hätte sein müssen. Ich hoffe einfach auch mal. Wir haben ja gerade alle wirklich einen schönen Spielsound und Stimme passt auch. Ich würde sagen, ich gehe mal hier hoch. Und das war sogar gut, weil hier habe ich eine Schatztruhe. Sehr schön. Müssen wir gleich nur noch eben kurz runter, aber es ist an sich ja kein Problem. Eine Steinaxt, na schön. Meine Waffentasche ist voll. Was fliegt raus? Der Zweig. Ja, der Zweig. Den brauchen wir eh nicht. Gut. Denn eben runter und wieder hoch. Alter, wie so ein... Fuck. Da ist ein Gegner. Wie so ein Fahrstuhl. Ich muss mich erstmal wieder in die Steuerung reinfuchsen. Okay, wir haben Alpha-Krieger-Klinge. Die klingt stark. Und du hältst die Schnauze, Mann! So. Alter Holzbogen. Wisst ihr, einige haben so richtig geile Items. Und andere wiederum... alter Holzbogen. So richtig kacke. Warte mal, habe ich irgendwie... was ist denn das? Ach, ein Flammenschild. Okay, cool. Irgendwie was, was Bumm macht. Aha. Oder was brennt. Im Endeffekt... Feuerfrucht. Ja, das klingt doch an sich nice. So, ich mach mal einmal Synthese, genau. Moment mal. Geht das? Achso, wurde schon befestigt. Okay, das ist jetzt doof. Aber nicht weiter schlimm. Weil... Bruder, wie mache ich das nochmal? Ne, das ist auch kacke. Hä? Also ich will da jetzt wirklich ungern draufkloppen, bis es kaputt ist. Ich habe ja eine Axt. Stimmt. Für was? Für nichts. Aber wir gehen einfach mal... Ups. Wir gehen einfach mal hoch. Eventuell ist da ja was Cooles. Vielleicht ist das sogar schon der richtige Weg. Ne, hier ist nur eine Schatztruhe. Sehr schön. Wahrscheinlich wieder Waffen, die wir eh nicht tragen können. Ein Konstruktbogen. Ach, guck mal, einer schau. Das ist schön. So, jetzt muss ich halt nur noch eben rausfinden. Okay, damit pfeife ich. Ja, es wird mir da oben ja auch ein bisschen angezeigt. Nein. Ah, genau. Genau so. Jetzt könnte ich den Pfeil ja modifizieren mit dem hier, aber brauche ich ja jetzt nicht mehr. Wäre vielleicht geil, wenn ich nicht unbedingt meine Weile verschwende. Was haben wir denn hier Schönes? Also Alpha-Krieger-Konstrukt-Horn. Und Sonau-Energiesphäre. So, da müssen wir aber nur mal eben schauen. Wahrscheinlich können wir... Okay, warte, ich mache das hier erstmal kaputt. Die beiden Seile hier. Genau, jetzt können wir nämlich da hoch. Oh, hier ist noch ein Pfeil, den ich da hingeschossen habe. Genau, jetzt können wir hier hoch. Boah, das sieht... unglaublich schmerzhaft aus. Stellt mal vor, ihr würdet so nach oben geschossen werden und da kommt dann auf einmal so eine Wand, wo ihr mit eurem Kopf durchbrecht. Es gibt angenehmere Sachen. Würde ich jetzt auf jeden Fall mal tippen. Ey, beweg dich doch nicht. Und zack. Okay, das hat mir jetzt genau gebracht. Was? Gar nichts, ne? Ach so, doch, wahrscheinlich... Genau, wahrscheinlich war der Abstand zu groß, dass ich da so nicht hochkam. Ja, aber cool, haben wir den Schrein auch beendet. Das war, glaube ich, sogar der schnellste bis jetzt, würde ich tippen. Und damit haben wir alle drei Schreine, die wir hier brauchten.
Läuft gut mit. Ich würde die Kamera am liebsten eigentlich noch ein bisschen umjustieren. Ich habe übrigens eine neue. Also, nun soll das reinigende Licht dich erfüllen, welches an diesem Ort ruht. Und zwar die Brio 500 von Logitech. Oder Logitech. Und ich muss sagen, die bringt ein geiles Bild. Und ich habe jetzt nicht geschaut, aber so wie ich das sehe, hat die auch nicht diese komischen kleinen Bildruckler, die die C290 von Logitech hatte. Die habe ich auch noch, die ist nur jetzt auf dem zweiten Monitor. Falls ich mich irgendwann mal entschließen sollte, so Dual-Cam-mäßig aus verschiedenen Perspektiven. Aber gut. Aber man sieht auch entspannte Greenscreen-Einstellungen. Ist schon nicht schlecht. Ich habe jetzt allerdings erstmal nur die Möglichkeit, tagsüber wirklich aufzunehmen, weil abends ist das Bild halt zu dunkel. Und ich quatsch gerade über alles Mögliche, was eventuell gesagt werden könnte. Es tut mir so unfassbar leid. Wo war ich stehen geblieben? Achso, ja, genau. Weil mir fehlt halt einfach noch das Licht. Wirklich, dass es halt abends auch ein gutes Bild ergibt. Okay, jetzt da wir alles haben, halte ich mal eben die Fresse. Ich glaube, der Dude. Aber weiterdrücken muss ich. Die Pforte des Tempels der Zeit sollte sich nun für dich auftun. Okay, das ist entspannt. Hätte man da den Text nicht eventuell in der Textbox machen können, dass man ihn besser sehen kann? Just saying. Ey, das ist wirklich richtig kritisch. Ich habe keine Möglichkeit zu hören, was in dem Spiel abgeht. Aber gut, so, das war doch schön. Kommen wir von dort nicht? Warte mal. Doch, von da kommen wir. Richtig, da sind wir aufgewacht. Da ist die Brücke, die wir gemacht haben, mit diesem Ausguck. Von da kommen wir. So groß ist das hier gar nicht. Aber ich sollte mich vielleicht beeilen wegen dem Kälteschutz. Habe ich hier irgendwo Wasser, wo ich nicht erfriere? Ich schätze, wir müssen es versuchen. Ups. Okay, fuck, fuck. Hey, ja, mega nice. Okay, wie mache ich das am besten? Ich habe keinen Gleiter. Aber eventuell eine Idee. Wenn man auf der Karte guckt, sieht man ja nicht unbedingt wirklich viel Wasser. Das bedeutet, ich müsste rein theoretisch in der Lage sein, irgendwie gerade so davor zu landen, dass ich da hochkomme. Dann verliere ich zwar ein bisschen was an Leben, aber das ist es mir dann einfach auch mal wert, ne? So, genau so. Habe ich das gebaut? Ne, das sieht zu gut aus. Das sieht wirklich zu gut aus. Jetzt muss ich halt nur noch eben fix gucken, dass ich hier schnell wegkomme. Weil ich habe keinen Kälteschutz mehr. Und das wird jetzt ein richtig ekliger Wettlauf gegen die Zeit. Ich heile mich aber erstmal eben ganz kurz, ne? Ja, gut, das bringt jetzt nicht so viel. Aber ich habe zumindest wieder ein bisschen mehr Zeit. Also, wo die Herzen runtergehen können. Nur das Problem ist, ich muss halt wirklich hinne machen. 26 Sekunden ist absolut nicht viel. Aber so wie ich das sehe, ist ab hier. Och, du Scheiße. Auch alles wieder cool. Ich lasse mich da, glaube ich, einfach mal runter segeln. Ich glaube, das ist das Schlauste, was ich jetzt machen kann. Ja, perfekt. Damit hat sich das auch erledigt, aber auch krass, ne? Hier ist auf einmal nicht kalt. Hier ist kalt. Also ja, auch nicht, aber egal, Videospiele, Freunde. Videospiele. Da geht's runter. Okay, Mann, was willst du von mir, hä? Einen Stock brauche ich jetzt nicht. Ich brauche eher die anderen Bauteile. Die sind geil. Ich sammle auch mal ein paar Chilis auf. Alles, was mir so in den Weg kommt, nehme ich einfach mal mit.
Und ich glaube, es wäre tatsächlich auch nicht das Schlechteste, wenn wir ein paar längere Parts machen, weil ich schaffe halt momentan wirklich nicht viel. Ich glaube, da wäre es gut, wenn ich wieder auf die 20 Minuten gehe. Aber da könnt ihr mir natürlich gerne mal auch eure Sicht der Dinge in die Kommentare schreiben. Naja, das ist ja. Warte. Ey, ich sitze so kacke. Ich muss so sitzen. Ich gucke gerade eigentlich überhaupt nicht auf die Facecam. Aber gut. Ah, wo war ich stehen geblieben? So, genau. Das ist ja ein Kanal von uns. Also, ich mache halt den Stuff, ihr guckt. Aber selbstverständlich kann man natürlich auch gerne Verbesserungsvorschläge in die Kommentare hauen. Und auch, ob die Videos vielleicht länger gemacht werden sollten. Ich persönlich würde jetzt einfach so sagen, ja, definitiv. Weil es macht halt schon Sinn. In meinen Augen. Und Junge, ist das hell, Alter. Holy fuck. Aber gut, wir sind wieder hier. Dann wollen wir mal gucken, ob wir jetzt Einlass gewährt bekommen, ne? Und das sieht schon mal gut aus. Das sieht schon mal sehr gut aus. Das ist stark. Ich finde das generell so krass. Die verschlossene Pforte geschafft. Generell so krass. Wie gut einfach alles aussieht, ne? Digga. Einfach wunderschön, schockverliebt. Das ist lange her, dass ich wirklich so geredet habe. Okay, was passiert jetzt? Soll die still sein? Oh! Passiert das gerade wirklich? Habe ich eigentlich noch irgendwo. Ich wollte gerade gucken, ob ich noch irgendwas zu trinken habe. Guck gegen meinen Greenscreen. Ja, aber 10er, das. Ja, wollte ich gerade sagen, dass Zelda sich jetzt auflöst. Aber fresche Sandalen. Oh. Ja, ich wollte gerade sagen, 10er, dass sie sich auflösen wird und genau das ist passiert. Mensch, war ja nur ein kurzes Wiedersehen. Immerhin, ne? Zeitumkehr. Mit dieser Fähigkeit kannst du die Zeit zurückdrehen, um die Platzierung oder Bewegung eines Gegenstandes umzukehren. Du kannst die Zeitumkehr jederzeit anhalten. Okay. Bewegen sich seine Lippen irgendwie? Die Fähigkeit, die Bewegung eines Objektes rückgängig zu machen, man nennt sie Zeitumkehr. Und Zelda ist verschwunden. Auch ich verstehe nicht, was genau hier passiert ist. Womöglich war es ein Echo ihres starken Willens. Aber ich bin mir sicher, dass du diese Fähigkeit nicht ohne Grund erhalten hast. Ja, das denke ich. Also Zeitumkehr. It is. Ich kann hier auch drauf stehen. Okay, was ist hier jetzt von mir verlangt? Von da kommen wir? Ich kann hier auch runter. Das bringt mir nur aber nicht viel. Ja, okay, cool.
Bin ich jetzt wieder zu blöd? Ah, warte. Kann ich auch hier einfach... Nein, kann ich nicht. War jetzt so ein Gedankengang von mir, dass ich da einfach hoch kann, aber nö. Aber warte mal, wenn ich jetzt hier irgendwie drauf komme, was ja geht, ich kann ja springen. Ja, okay. Ah, und deswegen die Zeitumkehr. Ah, okay, got it. Das ist ja mega cool. Dann mache ich das hier auch nochmal. Genau, und jetzt kann ich ja eigentlich da so hoch. Wenn ich das jetzt richtig verstehe, ne? Genau, ich muss da auch nichts machen. Hä, das ist ja mega geil. Okay, stark. Und die Statuen kennen wir auch noch. Ja, das habe ich aber, ne? Habe ich schnell rausgefunden. Da bin ich ja gar nicht so. Die Statue der Göttin zeigt ein mildes Lächeln. Und kann ich da jetzt auch was mitmachen? Nein, zeigt ein mildes Lächeln. Danke, du bist useless. Blödes Ding. Hilf mir halt nicht. Warte. Na, das geht nicht. Wäre ja auch zu schön gewesen. Okay, dann gehen wir einfach mal hier durch. Ich kann so eine schwere Tür auch einfach öffnen. Das ist gar kein Act. Ich meine, die ist ja auch nur... Fuck, ich verliere Leben. Ja, okay, das hat ja schon mal nicht so gut geklappt. Dieses Tor stellt deine Lebenskraft auf die Probe. Ich habe 3 Herzen. In deinem geschwächten Zustand ist es fraglich, ob du der Herausforderung gewachsen bist. Es existiert aber noch ein weiterer Schrein auf dieser Insel. Wenn du seinen Segen erlangst, könnte es genügen. Yay. Jeder Schrein hütet ein Segenslicht. Wenn du diese sammelst und der Göttin darbietest, wird es womöglich gesegnet. Okay, cool. Bitte zeige mir dein Pura-Pad. Gut. Ach, über eine Teleportfunktion. Das ist ja super. Die blauen Symbole auf der Karte, ja? Du solltest dich jederzeit zu diesen Symbolen teleportieren können. Nutze die Teleportfunktion, um den verbleibenden Schrein zu finden. Wie habe ich den denn beim ersten Mal überhaupt übersehen? Ja, gut. Dann würde ich sagen, teleportieren wir uns mal, wa? Ich weiß nur absolut nicht, wie ich dieses Pad aufrufe. Purer Pad. Ja. Okay, cool. Warte. Karte, ja. So haben sie es gelöst. Okay. Okay, cool. Dann gehen wir noch eben zu dem Schrein und im nächsten Part geht's dann in den Schrein. Ja, und dann werden wir gucken, was uns noch so erwarten wird, ne? Bin gespannt. Aber ich schätze mal, nach diesem Schrein ist es dann auch tatsächlich gut gewesen. Okay, jetzt bin ich wieder hier, genau. Jetzt muss ich hier nur einfach raus. Das ist ja an sich nicht wirklich schwierig. Und dann können wir eigentlich auch so straight up zum Schrein. Dann haben wir 20 Minuten voll. Mensch, habe ich das mal wieder gut gelöst. Ich finde es übrigens cool, möchte ich hier an der Stelle noch eben einmal sagen, dass so viele neue Leute auf meinen Kanal gekommen sind. An die auch erstmal ein recht herzliches Willkommen. Und schön, dass ihr da seid. Es wird so langsam und das freut mich. Boah, diese Details aber auch, ne? Dass wenn wir irgendwo von Tiefen... Warte mal. Habe ich verkackt? Nee, das... Das kann ja nicht. Und selbst wenn, würde ich wieder hochkommen? Das ist die nächste Frage, weil ich vermute nämlich nicht. Ich hasse dieses Ringlicht, wirklich. Moment. Sollte vielleicht aus dem Wasser raus. So. Vielleicht aus dem Wasser raus. Ich gehe einfach mal raus und gucke dann, ob das draußen vielleicht ist, weil hier drin kann ja eigentlich kein Schrein sein. Sheesh. Das hat sich gereimt.
Nee, der wird hundertprozentig draußen sein. Ich glaube, ich weiß sogar wie. Ich muss hier klettern. Ich kann aber nicht klettern. Also nicht hier. Weil der Stein ist so dermaßen glatt. Felsen und so, gar kein Problem. Da hacke ich meine Finger einfach rein und gut ist. Aber alles andere, nee, das geht nicht. Ja, und das besteht ja nur aus dem Bums hier. Ups. Würden wir uns jetzt einfach sterben lassen, kommen wir wieder da oben hin, oder? Batz. Okay, hässliche Narben. Aber gut, unser zweites Game Over, glaube ich. Oder das dritte? Ich weiß es nicht. Aber ich weiß, dass in meinem Zimmer gerade 7 Milliarden Grad sind und ich mich totschwitze. Gott sei Dank fängt die Kamera das nicht auf. Aber ich hätte an sich ja auch Bock auf so eine geile Spiegelreflex, ne? Nur das Problem ist, dann wird es ein bisschen. Jetzt weiß ich was. Wir müssen höchstwahrscheinlich da hoch. Okay, das machen wir dann aber im nächsten Part. Und ja, dann gucken wir mal, was das Spiel noch so für uns bereithält. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen und seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut. Ciao.